Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3. Heute unterwegs im Creators Club und er funktioniert jetzt endlich wieder. Ja, das waren jetzt bestimmt fünf verschiedene Startversuche. Und wir fahren heute ein Szenario vom lieben Jörg Sikora aka Xiaomi. Da haben wir es sogar schon. So, Güterzug nach Bremen in Klammern JS. JS steht in dem Fall für Jörg Sikora, finde ich klasse. Text lädt ein bisschen länger nach, wie man sieht. Fahren Sie einen Autotransport nach Bremen neben Gleis 18 mit der Baureihe 185.2? Kann sein, dass es staut auf der Strecke. Sie machen einen Halt. Achten Sie auf Signale. Am besten fahren Sie mit AFB, PZB und SIFA. Abfahrt in Oldenburg neben Gleis 13.13.05 Uhr. Abfahrt in Delmenhorst auf Gleis 254, wo auch immer das sein mag, 13.45 Uhr. Viel Spaß beim Spielen. Erstmal ein dickes Lob dazu. Er hat hier oben seinen Namenstag reingehauen, also in dem Fall den vom YouTube-Kanal, aber er hat zumindest da irgendwie einen Tag drin. Das heißt, man erkennt direkt, das ist ein Szenario von dieser Person. Finde ich cool. Macht einiges leichter. Ja, okay, Güterzug nach Bremen. Wir wissen, wir fahren grob Richtung Bremen. Muss aber nicht unbedingt Bremen dann auf der Strecke sein, ne? Also deswegen guckt, dass er da unten irgendwie reinschreibt. Aber hat er hier ja auch. Wir wissen, wir halten in Oldenburg oder fahren in Oldenburg ab, so rum. Und in Delmenhorst. Dadurch kann man das jetzt erahnen, dass die Strecke Bremen-Oldenburg sein wird. Kann aber auch durchaus manchmal ein bisschen unübersichtlich sein, gerade wenn es ein mehrteiliges Ding ist. Aber ja, ja, insgesamt schon mal macht es einen schönen Eindruck. Wir könnten jetzt mal gucken, benötigter Inhalt. Ja, Zentralschweiz, Taranta Rampe, das brauchen wir, Spirit of Steam, 187, 101, really? Okay, das wird noch interessant, weil die Züge können ja eigentlich gar nicht fahren. Von der Arusaline, aber schön, dass er so reinhaut, ist mal ein bisschen Abwechslung, weil die sind auf Schmalspur, sprich auf Meterspur unterwegs und wir haben hier eigentlich eine Normalspurstrecke. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Szenarien am Start sind, die jetzt nicht angezeigt werden. Aber gut, so, theoretisch könnten wir jetzt auf Szenario spielen, aber ich weiß, dass er dazu ein bisschen mehr Review, eine größere Review zu kriegen möchte. Also gehen wir mal über den offiziellen Weg, den man sonst auch macht. Also sprich, wir gehen beim Szenarioentwickler rein. Bremen-Oldenburg. Szenario ist geladen. JS Güterzug nach Bremen. Sehr schön. Hier erkennt man auch direkt wieder am Namen, dass es sich hierbei wirklich um das gleiche Szenario handelt. Und wir drücken mal Start und mal gucken. Also Punktabzug in der B-Note wird es auf jeden Fall geben für den Zug der Arosa Line, weil, wie gesagt, Spurgröße passt nicht. Wenn der Ding da jetzt wirklich auf dem falschen Gleis rumfährt. Mir ist nicht bekannt, dass da oben eine Schmalspurstrecke noch existiert. Zumal dieser Zug da eigentlich auch gar nichts verloren hat. Also das mal unabhängig davon. Sind halt so Feinheiten. Selbiges frage ich mich gerade auch bei dem Flirt 1 Triebzug der SBB, ob da Lackierungen drauf können oder nicht, weil dann hätte man die auch erwähnen können. So. Eben noch einen Schuss trinken. Gut, Bremen NG 18. Nur für die 18 jetzt hier und die NG ist wahrscheinlich neben Gleis 18, schätze ich mal. So, das ist Bremen neben Gleis 18. Hier sind wir auch noch nie gestartet auf dem. Really, Digga? Wie bist du hier hingekommen? Wieso habe ich neuerdings das Really Digga auf dem Schirm? Aber cool. Also hier sind wir noch nie gestartet. Macht natürlich was aus. So, jetzt müssen wir hier natürlich mal aufrüsten. Das heißt, wir brauchen hier Spitzensignale. Ja. PZB, SIFA, LZB geht bei der Lok nicht. Interessant. Ich meine, die brauchen wir eh nicht auf der Strecke, ne? Aber interessant. Den erst hier mal Vollgas. Scheint ein bisschen windig zu sein. AFB. So. AFB. Was wir hier auch machen können, mal eben ein bisschen gucken. Ich weiß natürlich nicht, wie das Wetter in Wirklichkeit ist, aber wir machen hier mal ein bisschen bewölkt. Für ein bisschen Abwechslung. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dort müssen wir nochmal Bremse lösen, Spitzensignal, normal, Instrumenten, Fahrpult, PZB. Ja, was steht denn die Bremse?
Warte mal. Mal eben gucken, wir haben ja noch 2 Minütchen, ne? So, das. Stromabnehmer ist Auto. Bremsen. Auto ist natürlich auch schlecht. Das heißt, wir müssen mal eben den Stromabnehmer auf Position 1 setzen. Macht das automatisch dann? Ne, macht er nicht. Das heißt, einmal eben hier. Trennschalter, dich runter. So, haben wir das. Weil wir wollen ja nicht die neuen Autos da vermacken, ne? Durch Funkflug oder solche Sachen. Das dazu. Oh, was haben wir noch? Wir haben hier die Strecke Aschaffenburg drin. Mhm. Na gut, Bordcomputer, spiel nur mal wieder vor dich hin. Ist ja auch okay. So, Bahnlinie fahren, Start. Können wir mal machen. Traktionsbelüftung automatisch. Automatisch, dat. Dann müssen wir mal eben gucken. Wir haben hier noch irgendwo eine Zugscheibenwischer, aber wir nicht, denke ich heute. PZB-Modus M. Wir sind 400 Tonnen schwer. Ja, M reicht allemal. So, dann haben wir hier dat. Habe ich hier noch irgendwas rum zum Rumspielen? Nee, eigentlich nicht. Jetzt haben wir immer noch keine. Ah, doch, die können wir mal auf 40 setzen. So. Ich habe hier gar keinen. Das macht es natürlich noch interessanter. Wir sind sogar zu lang für das Signal. Seht ihr das? Wir stehen vor dem Signal. Soll das so sein? Aber wir haben Fahrt. Wir haben Fahrt. Wir müssen gucken. Hier steht noch eine Weiche verkehrt, wa? Das wird ja noch interessanter hier. Ja gut. Also, das ist eine Ausfahrt, die ich noch nie gemacht habe. Wir fahren sogar gegen Gleis. Also, fahren wir jetzt... Das wird ja noch, wird eine richtig interessante Tour heute, habe ich das Gefühl. Ja. Also Abfahrt ist in 2 Minuten. Wir müssten natürlich im Stellwerk nochmal nachfragen, weil wir ja vorm Signal stehen. Warte mal, welchen Zugnummer haben wir eigentlich? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall hier Güterzug Schlag mich tot auf dem Weg Richtung Oldenburg von... Bremen aus? Sind wir in Bremen oder sind wir gerade in Oldenburg im Bahnhof? Das ist Oldenburg hier der Bahnhof, ne? Das ist ja das nächste. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Bahnhof wir sind. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren nach Bremen, also in Oldenburg. Ja. Wollte mal eben zur Streckenfreigabe nachfragen, weil ich stehe schon hinterm Sperrsignal und beziehungsweise vorm Sperrsignal und kann natürlich nicht sehen, wann ich hier ausfahren kann. Ja, Abfahrt ist um 13:05. Fahren auf Sicht bis zum nächsten Hauptsignal. Und ab da sollte dann auch alles okay gehen. Wunderbar. Das heißt, wir dürfen ja auch gleich raus in einer Minute. Jetzt natürlich sehr fiktiv. Link zum Szenario findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schade ist natürlich, dass in der Szenariobeschreibung jetzt keine Lackierungen drin erwähnt wurden. Falls welche verwendet wurden, ich weiß es nicht. Schreib es mal in die Kommentare, falls du das Video sehen solltest, lieber Jörg. Würde mich mal interessieren. So. Das heißt, wir können so langsam mal gucken, Bremsen lösen. Das ist gelöst. Die ist auch gelöst. Das passt alles. Hupe geht. Bisschen leise hier drin, ne? Fahrpultbeleuchtung, das haben wir. Die steht auf normal. Bremse lösen. Mal so ist natürlich ein schöner Blick auf die Lok. Auf Thumbnail nicht zu gebrauchen. Die ist auch immer schwierig, weil wir auch den Titel lesen können, ne? So, dann würde ich sagen, hier Güterzug sowieso. Fahre jetzt ab. Und dann wollen wir hoffen, alles gut geht. Aber interessant ist wirklich, dass wir hier einen Ticken zu lang waren. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das heißt, wir dürfen ja nur mit 20 raus. Zugbeeinflussung. So. Aber das ist schon mal eine interessante Abfahrt. Also hier von dem Gleis bin ich ja echt nie gefahren auf dieser Strecke. Macht es schon echt interessant. Auch hier. Das ist wirklich mal
Das ist wirklich mal ein interessantes Ding. Auch hier die Gleisanlagen, da haben wir noch nie reingeguckt. Ich hoffe, die Weiche steht richtig. Ja, sieht gut aus. Hier haben wir uns echt noch nie den Kram so wirklich angeguckt. Na, das muss man ja mal ganz klar sagen. Gute Sache. Müssen wir auch mal irgendwann mal ein Video zu machen. Wir uns die Strecke mal genauer angucken. So, wir bleiben auf dem Gegengleis. Ich weiß gar nicht, wie lang sind wir heute überhaupt? Wir sind 200 Meter lang, ja. Ach, ich hab vergessen, ich hätte jetzt eigentlich den Stromaufnehmer runternehmen müssen. Egal, weil eigentlich müssen wir hier rollen, sagt man ja so. Wobei ich mich dann frage, wofür ist hier überhaupt der Fahrrad angespannt. Aber gut. So, interessant ist auch, dass die Schranke immer noch unten ist. Was habe ich denn da jetzt übersehen? Wird hier nicht... WT übersehen. Das macht die Sache natürlich noch interessanter. Zwangsbremsung. Hier Bauer sein. Ich habe gerade leider das Vorsignal. Schlag mich tot. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Nicht rechtzeitig freigegeben. Also quittiert. Aber gesehen. Ja, darf weiterfahren. Wunderbar. So. Wäre ich jetzt nicht im Umzug, hätte ich jetzt auch geguckt, ob ich noch irgendwie jemanden finde, der mir das einspricht. Aber. Zugbeeinflussung. So. Wie schnell darf ich denn hier überhaupt auf der Seite fahren? 60. Jetzt werden wir auch noch überholt. Uiuiui. Also, ich muss sagen, ne? Ich weiß zwar nicht, wollen wir noch nicht anfahren. Ah doch, wir fahren jetzt an. Das Szenario als solches finde ich echt schon interessant. Also auch mit der Gegengleisfahrt hier, wirklich cooles Ding. Wenn wir jetzt noch vor dem da, also auch hinter dem Zug bleiben, was ja realistisch wäre, wobei, hätten wir jetzt einen Kesselwagenzug, ne, wären wir jetzt ja in der aktuellen Situation oder Zeit automatisch wieder vor dem gleich, weil Güterzüge haben ja eine regulär höhere Priorität. Jetzt kriegt er eine Zwangsbremsung. Hier, Bauer sei nochmal, bin soeben ins Wechselblinken reingefahren. Oh, Junge. Manchmal hat man es aber auch, ne? Wie war das? Läuft da nicht so rund, stammt die in Snickers? Ja. Es wird wohl Zeit für ein Snickers. Ja, da habe ich auch kein Snickers hier, ich muss nachher noch einkaufen fahren. So, also nochmal 45, kann ich jetzt nämlich nicht quittieren, weil das war ja ein Vorsignal. Jetzt will er mir die Leistung nicht geben. Der jetzt aber. Leistung ist am Start. Mehr Leistung kann ich nicht geben. Theoretisch müsste jetzt sofort auch noch die Räder durchdrehen und gehen. Ein bisschen von Leistung runter. So. Warum drücke ich eigentlich nicht die HLL-Taste? Sehr gut. Na gut, dann fahren wir halt mit 40 erstmal bis zum nächsten Signal. Ich weiß nicht, ob wir in Dormans pünktlich sein werden. Ich glaube irgendwie nicht. Gut, aber das kam jetzt gerade echt unerwartet mit dem einen Vorsignal. Also mit dem Schild als Vorsignal. Aber überhaupt cool, mal hier eine Gegengleisfahrt zu haben. Ey, das ist schon... wirklich mal was Besonderes. Vor allen Dingen, was ist, wenn ich da jetzt halt kriege?
Irgendwo muss ja auch das Signal langsam kommen, wa? Trapeztafel, was heißt, sagt die mir jetzt hier aus? Das habe ich auch noch nicht raus. Die sagt aber, ich darf drüber fahren. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder anhalten, ne? Schätze ich mal. Und hätte dann jetzt vergeigt. Sag ich ja. Sag ich ja. So. Jetzt muss ich wieder alles lösen. Eigentlich hätte ich da anhalten müssen, denke ich mal. Dann. So. Interessantes Ding auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, was ich genau machen muss. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn hier irgendwie ein Eisenbahner dazwischen ist. Was muss ich bei dem Schild machen? Also das andere war eine Vorankündigung für das hier. Signal 11645. Trapeztafel. Was muss ich da machen? So. Hier, Bauer, sei nochmal ein Stellwerk. Stehe jetzt vor der Ich tue jetzt natürlich davor stehen. Ich stehe jetzt vor der Trapeztafel S11. Sowieso. Keine Ahnung, was da genau drauf steht. Ja, du darfst weiterfahren. Wunderbar. Ich denke, das soll das heißen. Und dann geht's jetzt weiter. Hoffe ich. Also gehe ich von aus. Oder was kommt denn dann jetzt theoretisch in dem Fall? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie wäre der reguläre Ablauf jetzt gewesen bei den beiden Schildern? Das eine hätte ich jetzt einfach nur quittieren müssen als Vorsignal, richtig. So wie sonst auch. Das quasi ein Halt erwartet ankündigt. Wobei ich auch nicht weiß, wofür der Pfeil da drüber stand. Bei der Trapeztafel einfach anhalten und im Stellwerk nachfragen, ob ich weiterfahren darf oder wie läuft das dann? Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Wird schon schief gehen. Wahrscheinlich darf ich hier trotzdem sogar nur mit 20 Sachen fahren und nicht mal mit 45. Aber auch das weiß ich nicht. So. Aber auf jeden Fall mal was Interessantes. Also das ist wirklich mal ein echt interessantes Szenario. So habe ich ja echt noch nie gehabt. Also, finde ich klasse. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, was ich jetzt machen muss, aber finde ich klasse. Danke. Das finde ich jetzt wirklich mal ein spannendes Ding. Eben das morgens um... Oh, wir haben schon 10 vor 5. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis das Spiel gestartet hat, ne? Aber... Ich darf hier wahrscheinlich immer noch... Ey, Junge, was darf ich denn jetzt machen? Darf ich hier schnell fahren? Darf ich hier nur langsam fahren? Ich habe keinen blassen Schimmer. Nach so einer Trapeztafel... Ich habe mit so einem Ding noch nie gearbeitet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass das Ding Trapeztafel heißt, aber mehr nicht. Gilt als Nebensignal. Eine Weißtapete mit schwarzen Rand, schwarzen und weiß schräg gestreiften Pfahl. Die Trapeztafel steht vor Bahnhöfen oder ohne Einfahrsignalen. Auf Strecken mit Zugleitbetrieb kann sie auch vor anderen Zuglaufstellen aufgestellt sein. Auf Hauptbahnhöfen befindet sie sich unterhalb des Trapez ist eine Tafel mit exakten Kilometerangabe mit 3 Nachkommastellen. Sie wurde im Zuge der Erhöhung der Sicherheit durch Nachrüstung von punktförmlicher Zugbeeinflussung eingeführt und dient der Kennzeichnung des Standortes des 2000 Hertz-Magneten. Dem Triebfahrzeugführer wird im Befehl der Standort der Tafel mitgeteilt, wodurch die Ergänzung der Kilometrierung notwendig wurde. Okay.
Kennzeichen, an der bestimmte Züge vor einer Betriebsstelle zu halten haben. In der Regel als Begrenzung von Bahnhöfen. Das Personal der betroffenen Züge wird davon durch den Fahrplan oder einen schriftlichen Befehl informiert. In der Regel betrifft es den als zweites eintreffenden Zug auf Bahnhöfen ohne örtliches Personal und mit ortsbedienten Weichen, wenn dort eine Zugkreuzung stattfinden soll. Alles klar. Auf Hauptbahnen die Trapeztafel als Ersatz für nicht vorhandene Einfahrsignale am Gegengleis. Beim Befahren des Gegengleises mit Befehl haben Züge auf Höhe des Standortes des Einfahrsignales am Regelgleis zu halten. Dieses Signal ist vom Gegengleis aus nicht zwingend sichtbar. Beispielsweise im Regelgleis Fahrzeuge stehen oder wenn beide Gleise nicht unmittelbar nebeneinander liegen. Also das heißt, ich muss jetzt nach den Signalen auf dem rechten Gleis fahren. Habe ich das richtig? Ich denke mal ja. So, das war aber NE1. So. Eine schwarz gerenderte weiße Tafel mit zwei übereinander stehenden schwarzen Winkeln, die sich mit der Spitze berühren. Ach, es gibt auch noch Unterschied. Jetzt. Okay. Kennzeichen stand das eines Vorsignals. Die Vorsignaltafel kann auch alleine stehen, wenn sie anstelle eines Vorsignals den Bremsweg-Abstand der Strecke zu einem Hauptsignal, Lichtsperrsignal oder Trapeztafel kennzeichnet. Im Gebiet der ehemaligen Reichsbahn kann auf Nebenbahn auch die Kreuztafel SO106 aufgestellt werden. Sie dient vornehmlich bei Bauzuständen. Auch als Hinweis auf ein Vorsignal, das sich nicht rechts neben oder über dem Gleis befindet. Okay, dann gibt es das gleiche Ding nochmal mit einem auf der Spitze stehendes weißes Dreieck mit schwarzem Rand und der andere hat einen schwarzen Punkt. Vor allen Dingen sind hier auch keine. Ach doch, hier sind Bilder. Das sind die Vorsignale. Es gibt nur diese eine Trapeztafel. Okay, dann haben wir noch die Sperrsignale. Was haben wir noch? ETCS halt, Hauptbalken. Ey, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ich packe euch das Ding mal unten. Das ist wirklich gar nicht mehr so verkehrt. Aber gut zu wissen, dass es jetzt also bei den X-Dingern also auch noch Unterschiede gibt hier. Aha. Jetzt habe ich das geschnallt. Jetzt habe ich. Na, das ist auf dem Handy ein bisschen blöd dargestellt. Also, das heißt, Trapeztafel hatten wir. Aber wie schon. Wieso habe ich eigentlich jetzt die Sache? Egal. So, und 2,8. Das heißt, bis. Theoretisch darf ich jetzt ja 120 fahren, ne? Muss aktuell. Naja, oh, und das nächste Signal ist in 2 Kilometern. Heißt, da kommt gleich ein Vorsignal, richtig? Richtig. So, das heißt, wir müssen jetzt. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich darf hier doch so schnell fahren. Oh, ich bin ein guter Zug. Ah, untere Zugart. Ah, 5 km zu schnell. Hm. Ich bin auch echt ein Held. So. Das heißt. Ich muss jetzt mit dem Halt erwarten möchten, ne? Ja, ich muss hier wirklich mit dem Halt erwarten rechnen.
So. Dann habe ich das schon mal richtig geschnallt. Dann muss ich da vorne, wo der steht, eigentlich nochmal anhalten. Okay. Also, lieber Jörg, interessantes Ding, was wir hier gemacht haben. Und da vorne kommt dann wieder eine Trapeztafel, theoretisch. Dann muss ich da parallel stehen bleiben, ne? Also gehen wir nochmal durch. So. Also wie gesagt, ich schmeiß euch den Wikipedia-Link unten nachher auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Schwarz-schräg gestreiften Trapeztafel steht vor Bahnhöfen. Einfahrtsignal auf Strecken mit Zugleitbetrieben und sonst Zuglaufstellen aufgestellt sein. Fahrbahn. Bla bla bla. Ja. So. Dann wollen wir da mal eben hin, ne? So, Kennzeichnung der Stelle, an der bestimmte Züge vor der Betriebsstelle zu halten haben. In der Regel als Begrenzung von Bahnhöfen. Das Personal davon. Und durch den Fahrplan gemeinschaftlich informiert. In der Regel befindet sich zu. Sie war. Interessant. Also sie waren ursprünglich auf jeden Fall nicht mit dieser Geschichte. Also NE1. Was finden wir noch zum Thema NE1? NE1 Tafel. So. Achso, unten runter ist übrigens die Kilometerangabe. Das S11 war eigentlich falsch. Das steht dann echt nicht runter. Haben wir das auch geregelt. So. Leider entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung kann ich Trapeze. NE bestimmt der Betriebsleiter, wo die Trapeztafel aufgestellt ist. Bedeutung 3 entfällt. Dann muss ich auf jeden Fall da jetzt anhalten. Richtig? Richtig. Ah, ah. Wofür steht da? Ah, ah. Ah, ah. Ey, kein blassen Schimmer. Also ich muss jetzt wahrscheinlich wieder anhalten, im Stellwerk Bescheid geben, dass wir da sind. Ich vermute mal, ich weiß es nicht. Oder kann ich jetzt einfach so dran vorbeifahren? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie mit den Dingern gearbeitet. Trapeztafel. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Ich habe mit solchen Dingern echt noch nie gearbeitet. So. So, hier Bauer sein, daddelt an Stellwerk, keine Ahnung, was haben wir da hinten? Ich weiß es nicht. So, ich befinde mich jetzt beim Kilometer 7,6 an der Trapeztafel AA. Bitte um Weiterfahrt aufs Regelgleis. Weiterfahrt erteilt, wird schon richtig sein. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich sag jetzt mal, wird so fiktiv laufen. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Oder darf ich einfach direkt reinsammeln, weil der Zug steht ja so ohnehin schon und wartet auf mich. So, dann werde ich jetzt wahrscheinlich hier. Zugbeeinflussung. Die Befehlstaste. Ich glaube, die Befehlstaste drücken müssen, ne? Sonst gibt das irgendwie wieder eine Zwangsbremsung raus.
Na, bei mir. Ja, fortfahren gemäß Signalbilder. Ja, super. Zugbeeinflussung. 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 Wir haben auf jeden Fall keine Sperrung bekommen. Das ist schon mal gut. Theoretisch hätte ich jetzt dann auch diesen Bahnübergang wahrscheinlich selber sichern müssen, ne? So, dann kommen wir hier rüber ins Regelgleis. Interessanter Start auf jeden Fall. Ich habe zwar keinen Rest, was ich hier machen muss, aber echt eine interessante Sache. Standards 40 dürfen wir eh nicht. Also lieber Jörg, cooles Szenario. Lernen wir mal endlich mal was Neues hier in dem Spiel kennen. Sachen, die wir so noch nicht hatten. Finde ich klasse. Fällt mir gut. Aber nur aus dem Aspekt, dass man wirklich mal was anderes hier macht. Und ich echt keinen Plan davon habe. So, wir müssen in 20 Minuten in Delmenhorst sein. Sonst sind wir hinter dem Fahrplan. So, 115. Ja, wir können ruhig schon beschleunigen. Wird schon schief gehen. Der wird jetzt nicht aus der Gleise springen. Angeblich sollen wir noch Stau haben gleich. Ich bin mal gespannt. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn der Zug jetzt wirklich uns überholt hätte und noch einer auf ihn vorbeigekommen wäre und die uns alle in der Zeit überholt hätten. Aber, naja, gut. Da weiß ich auch nicht, wie man das genau hinkriegt. So. Aber halt mit den Trapeztafeln ist natürlich jetzt echt eine coole Sache gewesen. Hier fehlt der Prellbock. Ja, jetzt haben wir gemütliches Fahren. Weißt du, können wir voll aufdrehen. Wunderbar. Oh ne, okay, voll vielleicht nicht. Die Räder drehen durch. Machen wir mal 70%. An diesem schönen Dienstagmorgen 4 Uhr. Ne, okay, keine Ahnung. Wieso hat er mir jetzt schon wieder eine Zwangsbremse rein? Zwangsbremse. Geschwindigkeitsüberschreitung? Ey, wieso Geschwindigkeitsüberschreitung? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin doch in der mittleren Zugart, ne? Ja, bin ich. Ich bin in der mittleren Zugart. Ne, bin ich nicht. Der hat mich hier in die untere reingehauen, wa? Wieso hat der mich hier in die untere, obwohl der auf... Es steht auf mittlerer. Es steht auf mittlerer. Ich muss es nicht verstehen. Dann fahren wir halt nur 100. Ah. Stimmt, wenn da 55 ist. Aber warum hat der mich denn... Ah, okay. Dann ist die Lok halt ein bisschen buggy. Keine Ahnung. Haben wir halt nur mit 100. Ist mir doch egal. Nicht drüber aufnehmen. Vielleicht waren die Trapeztafeln noch zu viel für die Lok. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja. Macht aber jetzt, glaube ich, auch nicht so viel aus bei 20 Kilometern. Ja. Sieht schon mal schön aus. Aber Leute, ich werde euch
mal eben kurz verlassen. Ich hoffe, ich schaffe das in der Zeit. Zwischen den Sieferpausen bis zum Kühlschrank. Ich habe nämlich Hunger. Bis in wenigen Augenblicken. Und wenn man aufnacht, war bis dahin nichts vergeigen. Bis in wenigen Sekunden. So, irgendwas Wichtiges passiert. Ist uns schon jemand vor den Zug gesprungen? Nee, anscheinend nicht. Hoffe ich. Aber jetzt habe ich was Bestes, was sehr Gutes. Aus frischer Alpenmilch, die gute Almzeit. Cremig würzig. Ich denke mal, in echt habe ich das auch, ne? Also während der Fahrt essen. Ich hoffe. Das ist so eigentlich mal Pflicht. Ich meine, ich bin auch bescheuert, hier wirklich mir so einen Quanten Käse reinzuziehen, aber ich muss eh nachher noch einkaufen. Nichts ist besser als Käse, entweder Gouda oder halt Weichkäse. Lecker. So. Ich will hoffen, wenn Del Morse nicht zu lange warten müssen gleich. Oh, oh, oh. Wir kriegen Arbeit, Leute. Zugbeeinflussung. Also, Sachen, womit ich jetzt auch nicht gerechnet habe. Wir hier wollen mal eine Langsamfahrt reinkriegen. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, dann haben wir jetzt eine Langsamfahrt. Schickt uns wieder ins Gegengleis. Ey, bitte nicht. Bitte nicht. Signal kann ich noch nicht mehr erkennen bei dem grünen Zeug. Also schon, aber nicht gut. Oh. Ich weiß nicht, warum uns die Langsamfahrt hier reinsteckt. Ich weiß es echt nicht. Aber es ist die Tour jetzt gerade echt interessant ist, die wir machen. Also. Vor allen Dingen kriegen wir schön eine Langsamfahrt zu erwarten. Also es ist wirklich ein interessantes Ding. Das alles für ein Szenario, kann ich euch echt empfehlen. So, mal gucken, was jetzt noch passieren wird. So. Wahrscheinlich schickt er uns jetzt nach rechts. Ja, er schickt uns rechts rum. Thank you.
vom Bahnsteig. Auch gut. Das sind Parkplätze. Da ist der Parkplatz einmarkiert. Auch cool. War wirklich eine interessante Tour, die wir heute fahren. Muss man schon ehrlich sagen. Das Signal ist auch sehr gut positioniert da, ne? 60 ist schön. Zugbeeinflussung. Wahrscheinlich werde ich gar nicht hier beeinflussen drücken müssen. Ist eigentlich das hier jetzt gefixt worden oder ist immer noch der... Ne, der Mast befindet sich immer noch hier auf dem Gleis. Ist das eigentlich in echt? Steht da auch ein Mast auf dem Gleis oder nicht? Würde mich auch mal interessieren. Weil manchmal hat man ja schon, dass dann Gleise einfach überbaut wurden und die Gleise noch drin liegen. Sie bei meinem Arbeitgeber. Da ist das ja auch nicht anders. So. Also 100 dürfen wir. Gleich ein ganzes Stück Käse gegessen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein. Also ich muss ehrlich sagen, bisher echt ein schönes Szenario. Aber halt nur wegen den Sachen, die so untypisch sind. Allein deswegen schon. Man, so langsam könnte uns mal ein Zug entgegenkommen. Das ist irgendwie noch gar nicht der Fall gewesen. Aber so insgesamt trotzdem schönes Ding. In 10 Minuten sollen wir da sein. Ja, könnte hinhauen. Ein bisschen knapp dran, aber müsste sogar ungefähr passen zur Abfahrt. Schon wieder eine Langsamfahrt. Mein Gott. Aber langsam wird es doch nervig. Aber ist okay. Das muss so. Das muss so. Das muss so.
meinte er das vielleicht mit Stau? Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Zugbeeinflussung. So. Theoretisch, wenn die Technik von 1930 ist, ne, dann brauche ich grundsätzlich keinen. Boah, weiß ich gar nicht. Hat der da zwei Magneten oder einen? Hab ich ja noch nie drauf geachtet. Ist das einer oder sind da zwei Magneten an dem Hauptsignal? Ist nur einer. Ne, okay, dann ist. Dann muss ich doch quittieren. Oder nicht? Probiere ich jetzt mal ohne quittieren bei dem Signal. Entweder macht er eine Zwangs- oder nicht, ist mir egal. Ich will es wissen. Muss ich bei einem Ausfahrtssignal das Ding quittieren? Oder nur das Vorsignal? Mit Tempo 60. Weil es sitzt irgendwie drin. Und es passiert nichts. Gut, also ich brauche nur Vorsignale quittieren. Haben wir das auch mal geklärt. Wunderbar. Auch wieder interessant. Diese Gleisaufteilung. Irgendwo in den Karpaten. In den ehemaligen Güterbahnhof von, keine Ahnung, welchem Kaffee gerade waren. Hauptsache, wir sind in 7 Minuten dem Horst. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Nicht in der unteren Zugart. Ah. Wahrscheinlich haben wir bei den Trapezstapeln auch so viel Zeit gelassen. Das wird jetzt echt eng. Aber ist egal. Ist egal. War auf jeden Fall schon spannend. Jetzt fehlt mir so ein bisschen der Gegenzug oder so, ne? Aber ansonsten war es schon spannend. Und ein schönes Szenario. Allein nur durch diese komische Strecken-Tour, die er sich daraus gepickt hat. Echt cooles Ding. Interessant ist aber auch, es kann auch durchaus Zufall gewesen sein, ne? Ich habe das ja auch schon mal gehabt, dass ich mal so ein Szenario selber gemacht habe. Dann habe ich das irgendwie 5-6 Mal Probe gespielt. Und dann dachte ich, das Ding ist fertig, mache das Ding wieder an. Ein Tag später irgendwie PC aus, PC an. Und dann schickt er mich auch komplett auf den Gegengleis über die Tarantarampe. Das war irgendwie in einem Livestream damals. Also, kann auch sein, dass das jetzt wirklich Zufall war und Jörg in Wirklichkeit gar nicht wusste, weil da das Gegengleis geschickt werden oder auch gar nicht so geplant war. Ist durchaus möglich. Und manchmal berechnet er die Strecken dann doch ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall war das jetzt echt mal eine coole Erfahrung. Muss man mir mal ehrlich sagen. Ja, Delmenhorst. Wie weit ist das denn dann noch bis Bremen von da aus? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir 20 nach 5. Können wir gleich mal wieder eine Runde schlafen gehen. Ja, ich frag nicht, also ich sag mal so, gestern Abend hatte Lavan Entertainment Derail Valley gestreamt.
Also, wenn ihr das Video seht, schon mal länger her, wie ihr gerade mitbekommt. Und ist dann auch früh schlafen gegangen. Und ich habe genauso gemacht, habe ich dann schlafen gelegt und bin dann nachts um 3 wach geworden und war irgendwie hellwach. Ja, ein bisschen blöd gelaufen, so nach 4 Stunden Schlaf. Ich meine, ich hätte jetzt auch genauso gut hier weiter Kisten packen können, aber keine Lust gerade. Zudem macht auch unser Mieter gerade ein bisschen, oder noch Mieter, der in der Wohnung wohnt, die ich jetzt einziehen werde, Faxen, und das kann sogar sein, dass ich da noch richtig Probleme habe bei der neuen Wohnung. Und man da wirklich alles neu machen muss. Ja, gut. Bis dato dachte ich immer, ich bin der Potsdam. Nein. Es gibt wirklich schlimmere Kandidaten. In dem Fall muss eventuell sogar wirklich alles kernsaniert werden, obwohl diese Immobilie gerade mal 10 Jahre alt ist. Ne? Also, weiß ich nicht. Ist ein bisschen ärgerlich. Wird man sehen. Wie es da ausgehen wird. Aber gut. Nur Problem ist, dann muss ich jetzt hier noch länger an dem, an meinem aktuellen Wohnort noch bleiben. Und auch da hat man ja eigentlich Frist, wann man da ausgezogen sein soll. Ne? Wenn man in die andere Wohnung nicht rein kann, ist das, oh, nervig. Nervig. Einfach nervig. Auch Sachen, die ich in TSW nicht verstehe. Warum? Ich meine, ich habe die Grafik ja schon einen Ticken höher gestellt, als sie eigentlich regulär ist, also von Einstellungen. Aber warum hört der Schatten hier schon auf? Da ist ja keine Distanz. Da müsste doch. Eigentlich müsste man den bis hier hinten im Gleis auf jeden Seite sehen können. Naja. Was auch auffällt. Ich meine, er ist ja nach links geneigt. Wir machen aber eine scharfe Linkskurve gerade. Theoretisch müsste der Schatten langsam mal auf der rechten Seite vom Gleis fallen, oder nicht? Also so langsam müsste der... Wenn wir jetzt mal genau gucken. Der müsste eigentlich langsam auf die rechte Seite fallen. Wir machen ja eine komplette Linkskurve. Und die geht ja noch weiter. Also so langsam muss ich ja... Wo bin ich denn hier? Guck mal. Ich habe jetzt hier so eine komplette 90-Grad-Kurve reingehauen. Ah doch, es wird... Der Schatten ist gestauchter als gerade eben. Seht ihr das? Doch. Ich habe nichts gesagt. Oh, hier sehen wir einen Zug. Der da nicht hingehört. Und eigentlich auch nicht fahren kann. Ja, okay, ist auch aus. Aber... Er kann hier übrigens nicht fahren, lieber Jörg. Der hat noch nicht mal das feste Stromnetz. Naja, gut. Wahrscheinlich hat das dann aber deswegen auch nicht so funktioniert, wie es sollte, weil irgendwie staut sich jetzt hier alles auf dem Gegengleis. Wenn man dazu sieht, in Delmenhorst, ne? Wahrscheinlich haben wir jetzt hier zigtausend Züge und dann... Ja, nimm den raus. Das wusste ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. So, nächster Halte Delmenhorst. Ach, wir haben nur Autos dran, brauche ich gar keine Durchsage machen. Ja, mein Flirt 1. Die Schweizer sind auf jeden Fall auch in Bremen unterwegs, wie man sieht. Den gibt es sogar in Dreifachtraktion. Interessant. Das wusste ich auch nicht. Aber ja, ganz klarer Fall. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Jetzt habe ich wirklich nie aufgepasst. Oh, 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 oh. Das wäre voll verkackt gewesen. Das wäre gnadenlos vergangen. Das hätte man, immer wenn das jetzt halt gewesen wäre, ne, wäre die jetzt Feierabend. Ach Gottchen. Das habe ich vollkommen übersehen. Nur, ja, das Vorsignal habe ich voll gnadenlos vergangen. Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung. Das habe ich voll ganz vergeigt. Zwangsbremsung. Eieieiei. Das habe ich aber gnadenlos verkackt. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das haben wir voll und ganz verbockt. Eieieiei. So, aber gut. Also, ich schmeiß die RAB da raus. Oder von der rätischen Bahn den Zug. Schmeiß den raus, lieber Jörg. Dann ist das Szenario perfekt. Wenn dann noch der Gegenverkehr fließt, wunderbar. Also, ich sag mal so, zuchttechnisch wirklich schön, was hier so geboten wird. Wenn ich so sehe, was jetzt hier hinten auf den letzten Kilometern anscheinend rumsteht. Die Ausfahrt in Oldenburg, klasse. Die rätische Bahn hat leider jetzt alles kaputt gemacht. Nein. Man hatte ja schon im Vorfeld angekündigt, dass der Zug da eh nicht so hingehört. Dass er jetzt auch nicht fährt, damit habe ich nicht gerechnet. Dass meiner auch nicht mehr fährt, habe ich auch nicht mit gerechnet. Ah doch, er fährt wieder. Willst du mich jetzt voll und ganz vereiern? Hey. Keine Ahnung. Und dich will ich auch irgendwie auf 45 haben oder 35, irgendwie sowas hier. Ich weiß nämlich auch nicht, wie schnell ich jetzt hier reinfahren darf. Wahrscheinlich auf Sicht, ne? Aber gut, das heißt damn horse. Oh, wir haben sogar schon Verspätung. Na, da muss der liebe Jörg nochmal ran. Aber insgesamt trotzdem ein schönes Szenario. Also auch wenn ich jetzt so sehe, was hier rumsteht, nicht schlecht. Hier haben wir noch eine Intercity 1. Da ich ja ein Mod-Ding installiert habe, aber ich muss jetzt aufpassen. Wäre natürlich interessant zu sehen. Oder jetzt ein zufällig gewürfelter Zug ist. Oder eben nicht, aber... Ich weiß es nicht. Ist das ein zufällig? Ich weiß es nicht, ob das zufällig gewählt ist oder nicht, dieser Intercity. Naja, gut. Wir haben sogar schon Fahrt. Muss trotzdem eben anhalten, auch wenn wir eine Minute Verspätung haben. Für den Stau, ne? Das Thema ist wahrscheinlich durch. Da wird sich jetzt wohl noch so einiges hinstellen. Aber gut. Also vom besagten Stau merke ich jetzt auch nichts. Also außer auf dem Gegengleis. Aber gut. Jetzt hatte ich vor dem Sperrsignalhalter. Hier mal eben an. Ja,
Und weiter geht's. So, waren wir ein bisschen spät dran heute. Hm? Kommt vor. Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier stauen sollte oder nicht. Ich gehe davon aus, es sollte nicht so sein. Aber man weiß es nicht, ne? Wir werden es gleich sehen. Also wie wir jetzt gerade gelernt haben, brauche ich hier nicht... was näher machen. Also quittieren so rum. Sehr gut, auf 100 km/h können wir schon mal beschleunigen. Setzen Sie sich hin. Und wie man sieht, hier ist wirklich Stau gerade auf dem Gegengleis. Hier steht ein Railpool anscheinend. Also hatte ich wirklich annehmen. Vordersten Zug, schade. Wahrscheinlich staut sich jetzt wirklich bis Bremen alles. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir auch noch Züge, die fahren. Ich bin mal gespannt. War schon auf jeden Fall ein interessantes Ding. Ja, 10 Minütchen müsste über dem Daumen in Bremen sein. Ja. Also wie gesagt, Link zum Szenario findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zur Trapeztafel ebenfalls. Und ansonsten, ja, insgesamt ein nettes Szenario. Punkt in der B-Note halt wegen diesem Zug, der jetzt irgendwie doof an diesem Bahnsteig rumsteht und nicht da tut, was er tun sollte anscheinend. Ansonsten wäre das Szenario wahrscheinlich noch ein Ticken besser geworden. Also insgesamt trotzdem ein cooles Ding. So, man muss aber auch sagen, wir hatten jetzt auch eine Minute Verspätung bis zwei. Bis wir da waren, wenn nicht sogar noch mehr. Kann also durchaus sein, wenn wir jetzt dann eher weiter vorne gewesen wären, dass das ganze Spiel dann noch anders ausgesehen hätte, vom Verkehr her. Das dann sogar vielleicht hier hingehauen hätte. Also deswegen, das darf man auch nicht vergessen. So. Ich habe ja auch noch ein paar Zwangs reingehauen und so weiter. Kann also auch wirklich jetzt noch mein eigener Spielerfaktor mit drin gewesen sein, dass das jetzt auch so auskam, wie es auskam. Und eigentlich beim Probefahren vom lieben Jörg, dass er da das gar nicht gesehen hat, weil er einfach durchgekommen ist auf Anhieb, ne? Wer weiß, wer weiß. So, dann kommt auch der Fakt hier hinzu, dass aus dem Grund bei mir der Konsorte auch nicht so läuft, wie es soll, obwohl wir eigentlich in der mittleren Zugart sind, nur die unklaren fahren und ach, egal, egal. Aber hier sieht man ja, hier wartet schon der nächste Zug auf uns oder auf den roten. Ich glaube, das sollte nicht so sein, dass die hier einfach nur rumstehen. Ja. Jedenfalls die RHB Rätische Bahn, die Schmalspurkarre, die gehört hier nicht hin. Und die macht anscheinend wirklich Stau. Aber gut.
noch 5 Kilometer bis zum... Oh, Jörg! Wieso kriege ich eigentlich immer Langsamfahrten hier? Ah. So, jetzt rege ich mich doch ein bisschen drüber auf. Nein, aber ist okay. Wir haben jetzt eh gleich die Bahnhofseinfahrt, von daher alles gut. Einzig Gute ist, der müsste mit der AfB geregelt kriegen innerhalb des der Bremskurve. Und wir dürften keine Zwangse kriegen, wenn wir auf 40 runterbremsen. Weil wir zu langsam abbremsen. Das müsste eigentlich genau passen. Und das sieht auch gut aus. Jetzt sieht gut aus. So. Das muss man ehrlich sagen. Wenn ich nicht weiß, wo der mich jetzt wieder drüber schicken wird. Egal. So, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Gerne auch mal ein Abo dalassen, Video teilen, klicken. Also ein Gedöns. Dass möglichst viele von euch sehen, wie ich doch hier die Trapeztafeln manchmal vergeigt habe. Ja. So. An dem Autobahnkreuz, welches noch gebaut wird auf der Strecke. In wenigen Augenblicken erreichen wir in Bremen Hauptbahnhof. Auf Nebengleis 18. Auf dem Nebengleis 18. Nun ja. Kilometer bis zum Ziel. Im Abspann werdet ihr gleich unten links an die Baureihe 185 finden. In der Mitte Trains in World 3 und oben links ein Video, das euch YouTube vorschlägt. Das war am Rande. Was mir auch auffällt, irgendwie stehen hier keine Züge mehr rum. Das heißt, hier könnte noch Zugverkehr in Bewegung sein. Könnte. Könnte. Muss nicht, aber könnte. Wobei ich mich auch frage, wo dieser Dampfzug ist, der auf dem Bild war. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen, ne? Ein Dampfzug kam uns noch nicht entgegen. Keine Ahnung. Vorsignal muss man quittieren. Zug bei SIFA. SIFA Zwangsbremsung. Hey, der Dampfzug kam uns noch nicht entgegen. Wo ist der denn? Komisch. Den habe ich noch gar nicht gesehen.
wieder eine Ankündigung mit der 50. Ja, ist ja egal. Ich habe meine 40. Vielleicht kommt da uns ja noch was entgegen. Weil irgendwo muss doch dieser Dampfzug noch kommen. Schade. Habe ich mich ja irgendwie schon drauf gefreut, ne? Ja, also wirklich schade eigentlich nur, diese Zucht da vorne halt alles gestaut hat. Das ist halt so, ja, Punkt in der B-Note. Ansonsten wäre das Ding wahrscheinlich noch interessanter geworden. Muss man ehrlich sagen. Aber die Strecke als solches, also die Zugfahrt als solches, die da rausgedickt wurde mit dem Gegengleis, klasse. Also, hat mir echt sehr gut gefallen. Ja, ansonsten gibt's auch nicht viel dran auszusetzen. Weiter so. Weiter so. Worauf ich noch vielleicht ein bisschen Wert lege persönlich, ist halt etwas Realismus, so ein bisschen, also was Fahrzeuge betrifft oder so, jetzt hier nicht unbedingt einen amerikanischen Zug hinzusetzen oder ein englischer geht noch einigermaßen. Schweizer, ich sag mal so, der Fjord 1, auch mit der Schweizer Lackierung, der kann hier durchaus fahren. Der hat manchmal eine deutsche Zulassung gehabt. Theoretisch kann er hier fahren, ja. Da muss man ehrlich sagen, ist möglich. Aber wirkt halt so ein bisschen verkehrt. Auch bei den Dampfzügen, ich sag mal so, die Scania 8F, die ist ja beispielsweise auch in der Nachkriegszeit in Deutschland, vor allen Dingen im Ruhrgebiet unterwegs gewesen, also im Einsatz gewesen, das muss man auch wissen. Ebenfalls auch ohne Zugsicherung. Das gab auch damals zu richtig vielen Unglücken. Aber lag eher daran, dass die Siegermächte einfach nicht damit klarkamen, mit der Zugsicherung, wie wir sie haben, weil ist halt ein bisschen schwieriger, ne? Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ist okay. Ich glaube, ich habe unseren Dampfzug gefunden. Ich glaube. So genau weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, da steht er. Heute mit einer roten Lok, dem Hogwarts Express. Aha. Okay, das ist natürlich cool. Weiß jetzt natürlich nicht, ob die Lackierung random ist oder nicht. Und aber ich meine nicht, ne? Die müsste aus Creators Club sein. Das ist natürlich cool, dass hier der Hogwarts Express steht. Also, ja, okay. Der wiederum, der darf überall fahren. Das ist ja was anderes, ne? Aber interessant, dass hier gerade wirklich der Hogwarts Express rumsteht. Also, das ist wiederum eine coole Sache. In Bremen befindet sich gerade der Hogwarts Express. Das ist ja mal wirklich cool. Was heißt eigentlich das Signalbild? Auch wieder so ein Signalbild, wovon ich keine Ahnung habe. Drei weiße Punkte heißt, glaube ich, fahren auf Sicht, ne? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal mit der Befehlstaste quittieren. Zugbeeinflussung. Ich glaube, das heißt fahren auf Sicht. Will der mich jetzt voll und ganz vereiern? Also 500 Hertz Magnet hat auf jeden Fall ausgeschlagen. Ich darf drüber fahren.
Das Coole ist aber auch. Achso, 500 Hertz, genau, der hier vorne. Eine interessante Tour hier. Ehrlich. Wirklich interessant. So. Ich vermute, das heißt jetzt fahren auf Sicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Befehlstaste. Zwangsbremsung. Zwangsbeeinflussung. Die Befehlstaste vergessen. Oh, ey. Ja, so ist das. Dann sterben wir noch auf den letzten Rest hier. Ja, wirklich cool, dass hier der Hogwarts Express steht. Also, ich weiß gerade gar nicht, von wem die. Okay. Bin ich denn jetzt hier gefangen? Mitten im Bahnhofsgebäude? Ja. Interessant ist auch, dass hier einfach starr zigtausend Menschen stehen. Ich würde ja gerne mal das Bahnhofsgebäude von vorne sehen, ne? Also nicht nur die Halle als solches, sondern. Ja, fahren wir eigentlich gerade? Ne, wir fahren noch nicht. Wenn wir nicht fahren, kann ich mich auch umgucken. Vielleicht kommen wir hier irgendwie doch trotzdem nicht. Meistens kommen wir ja irgendwo hier raus, ne? Also. So Brücken oder so, ne? Das ist ja. Da ist die Regionalbahn hinter uns. Interessant ist auch diese Masten hier. Für diese scheinbar wie auch immer stehen werden. Keine Ahnung. Ja, wie auch immer näher kommen. Also das schaffen wir wohl nicht. Wir machen jetzt einfach hier mir die Fahrt rein, gut ist. Aber ich hätte ihn gerne mal von vorne gesehen, den Bahnhof. Ach, wir fahren doch. Okay, fertig. Passt. Keine Ahnung, ist egal. So, also ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, tut's trotzdem. Abspann, wie ich sagte, unten links 185, Mitte TSW3, oben links Video, das euch YouTube vorschlägt. Ja, Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Bauer sein.